Einen wunderschönen guten Morgen oder auch in dem Fall guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Leitstellenspiel hier auf Deppen Gaming LP. Ja, und wir stürzen uns einfach ins Getümmel, würde ich sagen. Gucken wir mal nach. Wir haben auch dann noch ein bisschen Geld, können auch ein Fahrzeug kaufen. Ja. Sieht an sich ganz schön aus. Ja. So, aber im Prinzip. Nein, wir machen erstmal was anderes. So. Ja, wie gewonnen. So, dich will ich raus und dich will ich raus. Lalalala. Speichern. So. Dann brauche ich hier nochmal die Farbkombination. Und dann machen wir uns nämlich in Givon zweiten Zug. THW Givon Zug 2 einfügen. So, und jetzt müssen wir suchen und suchen und suchen und suchen und scrollen und so. Also 52 und 55. Speichern. So. Das Ganze machen wir nochmal. Ah, jetzt hier fehlt ein Speicherbutton. Sebastian! Dann kommt er noch, nämlich Zug 1. So. Und hier scrollen wir natürlich auch wieder nur runter. Nicht, dass er uns hier rausschmeißt. Nö. Und speichern. So. Gut. Dann hätten wir auch dieses. Dann haben wir jetzt die Möglichkeit, ja, die haben wir vorher schon gehabt, dann haben wir aber auch die taktische Möglichkeit, endlich die GKWs zu trennen. Ne? Vor allem, wenn wir auch nochmal irgendwie jetzt einen brauchen. Also sind wir mit dem THW noch ein bisschen flexibler, aber auch nur ein bisschen, bisschen, bisschen. So. Gut, ich habe gestern in den Medien vernommen, dass die Feuerwehr Hamburg ja wie andere Berufsfeuerwehren auch in Deutschland ja auf die Notfallsanitäter Ausbildung umstellen oder weiterbilden müssen. Jetzt geht die Feuerwehr dort aber so weit und will jetzt Kollegen abmahnen bzw. disziplinieren, weil ich das jetzt richtig verstanden habe, einige auch schon zu alt sind oder auch teilweise die Anforderungen Notfallsanitäter nicht erfüllen. Und andere wollen es schlicht einfach auch nicht. So, wir müssen hier differenzieren. Der Notfallsanitäter ist nicht die Ablösung für den Rettungsassistenten, sondern lediglich dem
Vorgesetzt. Wir haben den Rettungshelfer, wir haben den Rettungssanitäter, wir haben den Rettungsassistenten. Ja, und dann zur Not auch Sanitäter, ne? Also im Notfall auch Sanitäter. Weil ich einen Rettungssanitäter höher gestuft finde als einen Notfallsanitäter. Aber okay, das ist jetzt eine Bezeichnung. Vor allem der Clou an der ganzen Geschichte ist, die verdienen nicht mehr. Das eine ist, wenn wir jetzt bei Null anfangen würden. Ein Lehrgangsberuf, ein Jahr Schule, ein Jahr, also ein Jahr Schule mit Blockunterricht und so weiter und so fort. Also ein Jahr theoretische Schule und ein Jahr Ausbildung auf der Wache und danach bist du fertig. Das heißt, du bist 2 Jahre und dann bist du Rettungsassistent. Der Notfallsanitäter ist eine duale Ausbildung, ganz normale Ausbildung, so wie wir es kennen, auf 3 Jahre. Mit deutlich mehr Verantwortung und dafür kein Geld. Also ganz ehrlich, da würde ich auch Rettungsassistent bleiben. Würde ich sogar sagen, oh, ich bin Rettungsassistent, stufe mich mal auf Rettungssanitäter ein. Den Scheiß würde ich nicht mitmachen, ganz ehrlich. Weil ich meine, im Rettungsdienst verdienst du sowieso schon ein Apfel und ein Ei. Und das Ganze dann auch noch, ne. Weil gute Berufsfeuerwehr sieht ein bisschen anders aus, aber wenn das Schule macht, dann machen die anderen Rettungsdienste das genauso. Sie würde ich persönlich nicht einsehen. Nee. Jetzt kommen ja aber die großen Einsätze rein, ne? Holla die Waldfee. Jo. Läuft, würde ich sagen. Ein verstauchter Knöchel. Boah. Also wie oft ich mir mal was verstauche, also ganz ehrlich. Über Stock und Stein im Wald, wenn ich da jedes Mal zum Arzt gehen würde, würde mich die Krankenkasse fragen, ob ich noch ganz bei Trost bin. So. Ja, ich hoffe, die Probleme, die ich jetzt letztens hatte, die sind jetzt auch wieder ein bisschen ad acta. Ja, ich glaube, der PC ist ein bisschen warm geworden. Naja, vorhin mal sauber gemacht. Hab da schon wieder einen halben Hund aus der Lüftung geholt. Ja, aber so ist es halt, ne? Aber ich habe ja schon Gehäuse im Blick. Das ist dann mit, na sag schon, mit Staubschutz. Er ist dann auf jeden Fall wesentlich, ne? Wesentlich sinnvoller. 3, 4, 6, 9, 10. Und gib ihm. Oder ist das hier im Feld? Das ist ein relativ kleiner Einsatz. 3 Patienten ist ja ein Witz. Ich hab hier 14! Du Lutscher. Oh, eine Rettungstreppe, nee, Dings, LNA. Orgel, Braunschweig. Braunschweig kriegt das, das. Den. Dann 1, 2, 3, 4. So. Mach mal. Ja, warum auch nicht, ne? Kommt wenigstens Kohle in das ganze Gebiet hier.
Oh. Oh, ich habe ja immer noch keine Mute-Taste. Oh, gelegt. Das ist, ja. Warum schnauft eigentlich der? Ja, lass uns schnaufen. Wenn er sich dadurch besser fühlt, soll er halt Sprechwunsch. schnaufen. La 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 la. La 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 la. So. Theoretisch. Ausbauten. Theoretisch können wir doch hier den auch schon mal anschmeißen, ne? Also, ja. Warte mal. Hiermit gibt's ein GKW, ne? Bergungsgruppe 2. Hier gibt es ein MZKW. Hier gibt es einen Zugtrupp. Ah, der zweite technische Zug ist. Okay, jetzt habe ich es gerafft. Jetzt habe ich es gerafft. Der ist für die Fachgruppe Wasser gefahren. Ja, gut. Dann machen wir die dann als nächstes. Warum auch nicht? Schwö. 14. Tipp, erster Zug gefahren. Und Braunschweig. Und ab geht die Post. Ja, doch. Schreibe ich nicht. Kind im Dings eingeschlossen. Naja, das kann ich gar nicht ab. Wer zum Geier lässt sein Kind im Auto? Ich meine, was weiß ich, früher beim, wenn wir einkaufen gefahren sind, so saß ich auch im Auto, wenn ich irgendwelche Comics gelesen habe oder so und ich keinen Bock hatte mit, was weiß ich, bei Minimal Penny mit rein oder so. Ja, ich war aber maximal vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde. Das ist in Ordnung. Aber so richtig, also so richtig, richtig? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ja, unabhängig davon, ich habe da mal so ein, zwei Frägchen. Wie ihr ja wisst, bin ich ja dabei und mache dann, rüste mein PC immer mal wieder so ein bisschen auf. So. Habt ihr Erfahrungsberichte bezüglich Lüftern? Ganz gleich, ob Luft, also Luftkühlung oder Wasserkühlung. Habt ihr da irgendwelche Erfahrungswerte? Wenn ja, schreibt mich mal bitte an. Kommt auf Teamspeak oder weiß der Geier was? Würde ich gerne mal mit euch drüber reden. Sprechwunsch. Weil,
Naja, bei mir ist es halt, also der Punkt ist ja dann halt der, nach der Grafikkarte wird es ja dann wieder wärmer. So, und spätestens mit dem neuen Gehäuse würde ich dann definitiv mir auch neue Lüftung reinknallen. Wahrscheinlich denke ich mal, ja, also Grafikkarte. Dann gehe wahrscheinlich erstmal ein neues Netzteil, denke ich mal. Oder vielleicht vorher Lüftung. Wir müssen mal gucken, wie das mit dem Sommer dann wird. Also auf jeden Fall brauche ich vorm Sommer definitiv neue Lüftung. Damit das nicht wieder so wird wie im letzten Sommer. Konnte ich ja gar nichts machen. Gut, ging wahrscheinlich vielen genauso, ne? Also. Muss man aber natürlich entsprechend gegenarbeiten. Ach nein, bitte nicht. Was ist denn jetzt hier wieder los? Das ging eine ganze Zeit lang gut. Hat da schon wieder irgendwer an den Skripten rumgefummelt oder was ist hier kaputt? So, und das geht hier alles in Richtung Flughafen. Wo fährst du denn hin? Sprechwunsch. Ah. Okay. Na gut. Kann man so machen. Lalalala. Tja, und ich habe da jetzt auch noch mal ein bisschen nachgedacht. Wegen der Geschichte von wegen bis Folge 100 und dann erstmal Feierabend. Ah, wir machen jetzt erstmal bis Folge 100 und dann gucke ich mal, wie ich Lust habe. Okay, machen wir so. Ungeachtet dessen werden wir aber trotzdem Samstagnachmittag unseren Stream machen. Der bleibt davon dann unangetastet. Ja, und morgen Abend ist ja RimWorld. Ne? Morgen Abend RimWorld angesagt. Sprechwunsch. Habe ich mir auch überlegt, weil da gab es ja Probleme bei mir, da gab es auch Probleme mit Mods und so. Sprechwunsch. Wer hat denn hier einen Sprechwunsch? Also. Da werden wir uns eine Streaming-Karte anlegen. Das werden wir tun. Schön, gemütlich, gemütlich. Mal gucken. Sprechwunsch. Ja, und Samstagnachmittag machen wir natürlich dann hier weiter. Ganz klar. Sprechwunsch. Samstag 15 Uhr? Sprechwunsch. Ja, Samstag 15 Uhr. Geht die Luzi ab. Ja. Müssen wir mal gucken. Vielleicht, je nachdem, was sich dann am Ende als besser erachtet, vielleicht verlagern wir auch. Leitstellenspiel auf ins allgemeine muss ich weiß, mal gucken. Sprechwunsch.
Können ja mal eine Umfrage dazu starten. Mehr tägliche Folgen, also was heißt mehr? Also so wie jetzt, einmal täglich oder mehr Livestream? Leitstellenspiel. Ja, also sonst würde ich den Samstagstream wahrscheinlich im Leitstellenspiel so 1-2 Stunden machen. Oder halt, ist irgendwann noch, also 2 RTWs kommen noch, das heißt, sie brauchen noch 2 Notärzte. Oder halt längeren Livestream. Oder 2-mal die Woche Livestream. Ne, was weiß ich, wir haben Samstag oder meinetwegen auch noch Dienstagabend oder Mittwochabend. Ne, dafür dann weniger Folgen. Irgendwie so. So. Zap, zap. Jetzt hin wir den. Okay. Auch das arme geparkte Auto, was kann das denn dafür? So, und dann machen wir noch diesen Einsatz und dann sind wir aber auch schon wieder fertig für heute. Ja, ich hoffe wie immer, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben oder nach unten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.